Hallo zusammen. Ich komme dann jetzt zum dritten Teil unseres Reiseberichtes mit dem Wohnmobil unterwegs in ja, zunächst Ostdeutschland und dann durch Polen. In den beiden vorhergehenden Teilen habe ich ja schon einige Stellplätze gezeigt und deren Umgebung. Ja, und die letzte Station war ja Kolberg. Von Kolberg ausgehend sind wir dann weiter in den Norden gefahren, zunächst bis Rovi. Dort hatten wir auch einen Stellplatz, der uns allerdings nicht besonders gut gefallen hat. Von daher findet er jetzt hier im Video keine weitere Erwähnung. Einen Tag später ging es dann nach Leba. In Leba selber hatten wir einen sehr schönen Campingplatz. Die Kontaktadresse blende ich hier ein und einige Fotos. Ja, und wir wollten von diesem Campingplatz ausgehend dann die großen Sanddünen besichtigen, was wir im Prinzip auch getan haben. Nur hatten wir da großes Pech mit dem Wetter. Es gab einen furchtbaren Regenguss und von daher gibt es da jetzt wenig Foto- und Videomaterial. Hier also unser Campingplatz, der natürlich voll ausgestattet ist. Wenn man dann die Sanddünen besichtigen möchte, kann man von Leber aus so eine Art Tuk-Tuk-Taxi buchen. Und ja, das ist dann verbunden auch mit einem längeren Spaziergang. Und wenn man dann an dieser Stelle die Sanddünen erreicht und mehr Glück hat als wir, denn hier fängt dann der unglaubliche Regen an, dann kann man die Dünen auch besichtigen. Pudelnass haben wir dann den Ausflug abgebrochen und da schmeckte dann die heiße Suppe im Wohnmobil besonders gut. Kommen wir zur Besichtigung von Danzig. Danzig ist wirklich sehr sehenswert. Als wir dann in Danzig angekommen sind, haben wir uns natürlich gefragt, wo wir am besten mit unserem Wohnmobil übernachten können. Da bot sich dann dieser Camperplatz an. Es ist eigentlich ein Stellplatz auf einer Wiese, gelegen direkt an einem Sportzentrum. Ja, und von hier aus kann man, wie gesagt, mit der Straßenbahn sehr schön in die Innenstadt fahren. Der Camperplatz selber ist relativ einfach gestrickt. Es gibt keinen Strom- oder Wasseranschluss. Man sollte da schon autark sein. Die Lage ist einfach ideal und auch aus Sicherheitsaspekten würde ich den Platz empfehlen, denn der war über Nacht bzw. auch am Tage eigentlich immer abgeschlossen. Ja, jetzt zeige ich hier einige Eindrücke von Danzig ohne große Erklärungen. Ja, auf geht's zu einer Hafenrundfahrt mit dem Ausflugsboot. Rechts
Aus dieser Sicht kann man die Gebäude und Attraktionen natürlich sehr gut und bequem sehen. So, jetzt geht's in den Hafen mit seinen beeindruckend großen Schiffen, seinen Hafenkränen und überhaupt allen riesigen Hafeneinrichtungen. Von Danzig aus sind wir dann in einem Zug über Posen bis Frankfurt Oder gefahren und haben dort direkt auch an der Oder einen schönen Wohnmobilstellplatz gefunden. Gut, die Sanitäreinrichtungen sind da in dieser, so einem Container, aber die Preise sind moderat und es war alles ordentlich und sauber. Also vom Prinzip her sehr empfehlenswert. Jetzt habe ich noch eine kleine Bitte. Für euch ist das nur ein kleiner Schritt. Hinterlasst doch bitte ein Abo, sofern euch das Video gefallen hat. Oder einen netten Kommentar. Natürlich auch einen Daumen nach oben. Wer auch noch die Glocke drückt, der wird immer informiert, wenn es ein neues Video gibt.